Heute sprechen wir über die Bewegungen des menschlichen Körpers. Dieses Video ist ein didaktischer Leitfaden, der dir helfen wird, das Thema Körperbewegungen besser zu verstehen. Wir zeigen dir Techniken, mit denen du ein für alle Mal die Namen sämtlicher Bewegungen eines jeden Körperteils lernen und dir einprägen kannst. Schau dir das Video bis zum Ende an, um alles über die Bewegungen des menschlichen Körpers zu erfahren. Die Namen der einzelnen Bewegungen zu kennen ist wichtig. Zum einen natürlich in Prüfung, aber vor allem später im Berufsalltag, um Befunde eindeutig beschreiben zu können. Wenn nicht alle die Begriffe nutzen würden, die wir uns heute ansehen, würde es ansonsten sehr schnell zu Missverständnissen kommen. Deshalb wird jeder Bewegung, die der menschliche Körper ausführen kann, ein ganz bestimmter Name gegeben. Bevor wir beginnen, wollen wir dir ein paar Lerntipps vorstellen, die das Verständnis erleichtern. Eine Bewegung ist nichts anderes als die Veränderung der Position einer Struktur in eine bestimmte Richtung. Im menschlichen Körper finden die meisten Bewegungen um eine feste Achse statt. Diese wird normalerweise durch ein Gelenk dargestellt. Jede Bewegung kann also bis zu 3 Merkmale aufweisen. Eine anatomische Struktur, die sich bewegt, eine feste Achse, um die die Bewegung erfolgt und eine Richtung, in die sich die Struktur bewegt. Nicht alle Bewegungen weisen alle 3 Merkmale auf. So gibt es zum Beispiel Bewegungen, die nicht um eine feste Achse erfolgen, wie wir später noch sehen werden. Bist du jetzt schon verwirrt? Keine Sorge, ab jetzt wird es leichter. Versprochen. Wir werden jede Bewegung einzeln durchgehen und dir die charakteristischen Merkmale dazu erklären und nenn dir Beispiele, wo sie vorkommen. Also, aufgepasst! Wir beginnen mit einer der bekanntesten Bewegungen des Körpers, der Beugung. Sie wird fachsprachlich auch Flexion genannt. Die Beugung ist die Verkleinerung des Winkels zwischen 2 anatomischen Strukturen um ein festes Gelenk. Schauen wir sie uns anhand eines Beispiels an. Bei der Beugung des Knies kommt es zu einer Verringerung des Winkels zwischen Oberschenkel und Unterschenkel um das Kniegelenk. Die beteiligten anatomischen Strukturen sind also der Oberschenkel und der Unterschenkel. Die feste Achse ist das Kniegelenk und die Richtung ist die Sagittalebene. Ganz einfach also. Beachte, dass der Name der Bewegung von der Struktur stammt, die dem Körperende am nächsten liegt. In unserem Beispiel sind 2 Strukturen beteiligt, der Oberschenkel und der Unterschenkel. Da der Oberschenkel näher an der Extremität liegt, spricht man von Kniebeugung. Die Flexion des Oberschenkels an der Hüfte ist eine völlig andere Bewegung, bei der der Rumpf und der Oberschenkel beteiligt sind und die feste Achse das Hüftgelenk ist. Die Beugung findet an verschiedenen Stellen des Körpers statt. Wir haben bereits den Oberschenkel und den Unterschenkel gesehen, aber sie tritt auch im Arm, im Unterarm, in der Hand, im Fuß, in der Wirbelsäule und an mehreren anderen verschiedenen Stellen auf. Die nächste Bewegung ist die Streckung oder auch Extension. Es ist ganz simpel, denn diese Bewegung ist das Gegenteil der Beugung, also der Flexion. Es handelt sich also um die Vergrößerung des Winkels zwischen 2 Strukturen um eine feste Achse. Bei der Kniestreckung sind die beteiligten Strukturen der Oberschenkel und der Unterschenkel. Die feste Achse bildet das Kniegelenk. Die Streckung erfolgt in denselben Körperteilen wie die Beugung. Übrigens gibt es hier noch ein wichtiges Konzept zu lernen. Die meisten Bewegungen treten in entgegengesetzten Paaren auf. Auch antagonistische Paare genannt, bei denen eine Bewegung das Gegenteil der anderen ist, so wie die Streckung die Gegenbewegung zur Beugung ist. Wir werden uns später noch weitere Beispiele für antagonistische Paare ansehen. Lass uns aber jetzt über die Abduktion sprechen. Der Begriff Abduktion bedeutet eine Bewegung der Struktur weg von der Medianebene. Am einfachsten lässt sich diese Bewegung am Beispiel der oberen Gliedmaßen nachvollziehen. In diesem Bild eines Mannes in anatomischer Position können wir den Rumpf erkennen, der die Medianebene darstellt. Wenn sich der Arm von dieser Ebene wegbewegt, spricht man von einer Abduktion des Arms. Die beteiligten Strukturen sind der Arm und der Rumpf, der die Medianebene darstellt, von der sich der Arm wegbewegt. Die feste Achse ist hier das Schultergelenk. Zu beachten ist, dass sich die Medianebene hier auf die Strukturen bezieht, die an der Bewegung beteiligt sind und nicht unbedingt auf die Medianebene des gesamten Körpers. Bei der Fingerabduktion zum Beispiel ist die Medianebene eine imaginäre Linie, die durch den Unterarm und den Mittelfinger verläuft. Wenn wir unsere Finger öffnen oder spreizen, bewegen sich diese von der Medianebene weg, weshalb wir sagen, dass eine Abduktion der Finger stattgefunden hat. Zusätzlich zu den Fingern, die wir gerade gesehen haben,
Und den oberen Gliedmaßen, die wir zuvor gesehen haben, können auch die unteren Gliedmaßen und die Zehen abduziert werden. Die Bewegung, die der Abduktion entgegengesetzt ist, wird Adduktion genannt. Dabei wird eine Struktur näher an die Medianebene herangeführt. Um bei denselben Beispielen zu bleiben. Bei der Adduktion des Arms nähert sich diese Struktur dem Rumpf, der die Medianebene darstellt. Und bei der Adduktion der Finger nähern sich diese Strukturen der imaginären Linie, die durch den Unterarm und den Mittelfinger verläuft. Ich möchte dir noch zwei weitere Tipps geben, damit du diese Bewegungen nicht verwechselst. Der erste ist, dass Abduktion mit dem Buchstaben ab beginnt, also wie abspreizen. Die Abduktion der oberen Gliedmaßen oder der Finger ist also dasselbe wie das Wegführen dieser Strukturen. Der zweite Tipp, wie du dir das Gegenteil, die Adduktion gut merken kannst, ist ganz simpel. Denk bei diesem Wort an das Addieren in der Mathematik, bei dem du Zahlen zusammenführst. Also ganz genau, so wie du bei der Adduktion Strukturen zueinander führst. Kommen wir nun zur nächsten Bewegung, und zwar der Protrusion. Vielleicht fühlst du dich jetzt schon etwas gestresst, weil du so viele neue Namen auswendig lernen musst. Wenn das der Fall ist, mach dir keine Sorgen. Sieh dir das Video in aller Ruhe an und konzentriere dich nur auf die verschiedenen Konzepte, ohne dir den Kopf zu zerbrechen, ob du dir alles merken kannst. Du kannst dir nämlich jedes Konzept nochmal in aller Ruhe ansehen. Dafür habe ich in der Beschreibung des Videos einen Link zu einem vollständigen Artikel über die Bewegungen des menschlichen Körpers angegeben. Dieser Artikel fasst alle Informationen für dich in geordneter Form noch einmal zusammen. Er wird dir helfen, alles, was du in diesem Video gesehen hast, miteinander zu verknüpfen und das Gelernte zu behalten. Mein persönlicher Lieblingsteil ist das Quiz, mit dem du am Ende überprüfen kannst, ob du wirklich alles gelernt hast. Es ist schließlich nachgewiesen, dass das Testen deines Wissens das beste Mittel ist, um Anatomie zu lernen und sich zu merken. Also leg nach diesem Video am besten direkt damit los. Und nun zurück zur Protrusion. Hierbei handelt es sich um eine ganz besondere Bewegung. Sie ist durch die Bewegung einer Struktur nach vorne gekennzeichnet. Insgesamt gibt es nur drei Strukturen im menschlichen Körper, die zur Protrusion fähig sind. Die Zunge, der Kiefer und die Lippen. Dieses Bild zeigt die Protrusion des Kiefers. Die der Protrusion entgegengesetzte Bewegung wird, richtig, Retrusion genannt. Bei der Retrusion bewegt sich eine Struktur in eine Richtung nach hinten. Alle Strukturen, die zur Protrusion fähig sind, sind also auch zur Retrusion imstande. Dieses Bild zeigt erneut den Unterkiefer, dieses Mal aber in Retrusion. Und damit kommen wir zur nächsten Bewegung, der Elevation, die wir zusammen mit ihrem Gegenstück, der Depression, betrachten werden. Während Protrusion und Retrusion eine Struktur vor- und zurückbewegen, bewegen Elevation und Depression sie nach oben bzw. nach unten. Das beste Beispiel hierfür ist erneut der Unterkiefer. Die Achse der Bewegungen in diesem Knochen bildet das Kiefergelenk. Bei der Depression bewegt sich der Unterkiefer nach unten und öffnet den Mund, während die Elevationsbewegung dafür verantwortlich ist, dass sich der Unterkiefer nach oben bewegt und somit den Mund schließt. Als nächstes wollen wir uns eine Bewegung ansehen, die du vielleicht schon kennst. Die Rotation. Die Rotation ist eine Bewegung, die entlang einer Längsachse stattfindet. Die typischsten Beispiele sind die Rotation des Kopfes, die entlang der Wirbelsäulenachse erfolgt, und die Rotation des Unterarms, die entlang der Armachse erfolgt. Erinnere dich daran, dass die Achsen beider Bewegungen in der Längsebene liegen. Im Gegensatz zu den anderen Bewegungen, die wir bis jetzt gesehen haben, gibt es bei der Rotation kein antagonistisches Paar, da es keine Bewegung gibt, die der Rotation entgegengesetzt sein kann. Es gibt jedoch zwei gegensätzliche Varianten der Rotation. Die laterale Rotation, die eine anatomische Struktur seitlich, daher nach außen dreht, und die mediale Rotation, die eine anatomische Struktur medial, daher nach innen dreht. An diesem Punkt fehlen uns noch ein paar Dinge, um alle Bewegungen zu vervollständigen, die der menschliche Körper ausführen kann. Zusätzlich zu den bereits besprochenen Bewegungen müssen wir noch Pronation und Supination, Zirkumduktion, Deviation, Opposition und Reposition
sowie Inversion und Eversion lernen. In dieser Phase geben die Studenten oft auf, da die Bewegungen den Anatomieanfängern nicht so vertraut sind. Aber genau die Kenntnis dieser Details macht den Unterschied, wenn du dir eine exzellente Wissensbasis aufbauen möchtest, von der du während deines Studiums und auch im Berufsalltag profitieren wirst. Wenn du wirklich alles verstehen möchtest, darfst du jetzt nicht aufhören, sondern solltest weiter lernen, bis du alle Bewegungen des Körpers kennst. So kannst du dir sicher sein, dass du dir eine solide Wissensgrundlage geschaffen hast, die dir den Weg zu einer vielversprechenden Karriere darlegt. Und weil ich genau weiß, dass du dazugehörst und jetzt sicher nicht aufgeben wirst, klicke einfach auf den Link, den ich in der Beschreibung dieses Videos angegeben habe, um zu dem besagten Artikel voller Informationen und Details über alle Bewegungen des menschlichen Körpers zu gelangen. Studiere diesen Artikel in aller Ruhe und teste dann im Anschluss mit meiner Lieblingsfunktion, dem Quiz, dein Wissen, wenn du ihn gelesen hast. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos angekommen. Wenn du dieses Video nützlich fandst, hinterlasse uns gerne ein Like und abonniere unseren Kanal. Wenn du benachrichtigt werden möchtest, sobald wir neue Anatomie-Tipps veröffentlichen, klicke einfach auf das kleine Glockensymbol. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Lernen!